Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Wie versprochen. Also, was heißt versprochen? Natürlich geht's hier weiter im alten Lager. Was denn sonst? Genau, ich habe hier noch nicht mal annähernd alles erforscht oder gemacht, was es zu tun gibt. Zum Beispiel habe ich ja hier diesen komischen Typen namens Cutter ausgenommen, also umgelegt. Und da kommt auch schon der nächste Gardist, der sich mit mir anlegen will. Ach nee, den hatte ich ja schon. Okay. Das klappt so irgendwie nicht. Habe ich denn den Magier schon ausgelootet? Nee, habe ich nicht. Das sind zwei Stück, die habe ich noch nicht ausgelootet. Das wüsste ich irgendwie. Das Blöde ist halt, ich kann mich halt nicht mit mehreren gleichzeitig anlegen, wenn die auf Fernkampf gehen, weil die dann... Das war Blut. Blöd. Weil die dann, meine Aktion ständig unterbrechen. So, einer weniger. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal selber Fernkampf machen. Funktioniert meiner Meinung nach gerade am besten, indem ich zaubere. Ich bin zwar kein wirklich guter Zauberer, aber ich bin einfach ein grandios schlechter Bogenschütze. Von daher, wenn der Feuersturm funktioniert, macht einigermaßen Schaden. Warum nicht? Funktioniert ja. Gib ihm. Jetzt noch davon was hinterher kippen. So ein 70er. Wohl. Wunderbar. Hier ist erstmal Stille, hier ist erstmal ruhig, das heißt, jetzt kann ich mich gemütlich mal um diese Magier kümmern. Hallo, hallo, geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Wow, sind das viele Tränke? Trank der Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Elixier, magische Energie, Wasser, Verwandlung, Varans, wow, Heilung, Feuersturm, Feuerregen, jetzt viele Rollen, Licht, Heilung, Feuersturm, Feuersturm, Feuerfall. Meine Güte, ist das gut! Das einzig Nervige hier gerade ist dieser dämliche Gardist. Geht doch. Gut, Rodriguez, wie geht es Ihnen? Hallo, hallo, nö, okay. Herz-Lungen-Massage, nö, klappt nicht, Sie sind tot. Und, Herr Notarzt, Ihre Taschen waren leer. Die wurden wohl überfallen von irgendjemandem. Mhm. Das war schon so, als ich kam. Boah, habe ich jetzt gerade viele Heiltränke. Voll gut. Freut mich. Finde ich gut. Ich nehme den mal den ganzen Krust wieder ab. Einfach nur, um sicher zu gehen. Oh, da ist noch einer. Aber den kriege ich im Nahkampf. Einen einzelnen kriege ich im Nahkampf. Scar. Sagt mir auch irgendwas. Habe ich aber bisher in dem Let's Play noch nicht getroffen. Den kenne ich wahrscheinlich noch vom ersten Durchspiel oder vom zweiten Durchspiel. Also von einem der letzten Male, wo ich es durchgespielt habe, weil da war ich im alten Lager. Scar ist schwer, das macht 85 Schaden, also mehr als... Okay, mehr als Rabenfaust oder Rabenklinge. Scar's Schwert ist stärker. Das ist dann bisher das stärkste Einhandschwert. Gut zu wissen. Nicht, dass ich Einhänder brauchen würde gerade, aber... Hey, vielleicht ja irgendwann. Wer weiß. Okay, ich will jetzt hier eigentlich noch gar nicht rein. Ich will erstmal draußen den Platz sauber machen von den Gardisten. Bevor ich mich da in die Gebäude reinwage. Da unten müssten Torus und seine Schergen sein. Die Torwachen, aber die haben mich noch nicht gesehen. Das heißt, die kann ich jetzt fürs Erste nochmal ignorieren, weil ich ja gerade eh noch nicht rausgehen will. Arto, den kenne ich irgendwie auch, den Namen. Hau zu! Also ich, also der namenlose Held, nicht Arto. Auch das war wieder knapp. Aber da war ich gerade selber schuld, da habe ich gerade schlecht getimed beim Kämpfen. Naja gut, so kann's gehen. Ich brauche Leben, und zwar 280. 280, das ist genau viermal so ein 70er.
Und dann will ich mal schauen, was Arthos Schwert kann. Das sah nämlich irgendwie auch gut aus. Skars Schwert 85. Okay. Nö. Das kann irgendwie nix. Das ist ganz schlecht, das ist ganz unten. Gefällt mir nicht, will ich nicht. Werde ich irgendwann einfach verkaufen. So, jetzt kann ich nicht den hier die Waffen abnehmen. Oder? Kommt da von drin gerade jemand? Sieht nicht so aus, gut. Sind wir dabei? Oh, ein bisschen Futter, ein bisschen Eierz. Nicht wirklich der Rede wert, aber ich hab's, man hat's ja in der letzten Folge gesehen. Ist das hier unten? Nee, dann kommt es von drin. Ah, von da oben. Man hat zum letzten Mal ja gesehen, dass... Ich glaube, es war Scar. Nee, Raven. Raven hatte ja dann keine Waffe, weil der eine Gardist seine Waffe aufgenommen hatte. Das heißt, die Gegner, die können Waffen aufnehmen. Und damit das nicht passiert, oder genauer gesagt, einfach um zu verhindern, dass Waffen, die so lose rumliegen, in die falschen Hände geraten, nehme ich die lieber an mich. Nicht, dass das Verkaufen irgendwie was bringen würde oder so. Dafür sind ja wirklich wertvoll genug. Ich habe eh schon, ich schwimme ja quasi im Erz, also mal ehrlich, das brauche ich ja nicht. Zumal ich ja eh schon eine geile Rüstung habe und eine gute Waffe. Kerzenständer? Nee, das ist keine Waffe. Eine Truhe! Yay! Rechts, links, links, nein! Rechts, dreimal links, viermal links, fünfmal links, nein. Eins, zwei, drei, dreimal links. Eins, zwei, drei, dann rechts und rechts, nein. Rechts, dreimal links, rechts, links, links, rechts. Gut geraten. Besteck, nein. Kerzenständer, nein. Gras, nein. Münzen, ja, warum nicht? Brauche ich nicht. Heiltränke nehme ich. Das hat sich irgendwie auch gerade nicht gelohnt, die Dietriche da abzubrechen. Aber gut, was soll's. Das magische Erz. Das Buch habe ich, glaube ich, schon. Das habe ich jedenfalls beim letzten Mal im Inventar gesehen. Das heißt, das muss ich jetzt auch nicht mitnehmen. Wie gesagt, ich könnte es wahrscheinlich verkaufen, wenn ich einen Händler finde. Aber genau, dafür muss ich halt erstmal einen Händler finden, der entsprechend Erz hat oder was anderes, was ich will. Und, ist das jugendfrei? Ich weiß es nicht. Ich guck mal lieber weg. Lalala. Weg, habe ich gesagt. Weg, genau. Kopf wegdrehen. Moment. So. Ich glaube... Genau, jetzt schaue ich ziemlich genau weg, oder? Nee, ja, genau, ich könnte die Sachen verkaufen, aber das bringt halt nichts, weil ich habe halt genug von allem. Aha. Ich kann mich jetzt also auf diesen Thron setzen, oder wie? Und dieser Dame beim Baden zuschauen. Das ist hier lustig. Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der hier sitzt, während die Dame sich badet. Okay, und egal ob rechts oder links rum, der Dietrich bricht immer ab. Das heißt, es gibt einen Schlüssel für die Truhe. Und es ist nicht der Schlüssel von dem Typen, der mich letztes Mal empfangen hat. Dessen Namen ich wieder vergessen habe. Bartolo, was? Genau, Bartolo. Und auch nicht von den anderen Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Das Buch Kampfkunst hatte ich, glaube ich, noch nicht, ne? Mal rein. Na, da war's. Kampfkunst. 2000 Jahre lang wurde die Kampfkunst entwickelt. Beweglichkeit des Körpers, Ruhe, Schnelligkeit, Beobachtung, Reaktion. Ja, bla bla bla. Ganz viel bla. Rechts geht nicht, links, links geht. Rechts geht nicht. Links, 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 rechts. Nein. Links, 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 links. Okay, viermal links. Dann einmal rechts. Dann einmal links. Dann einmal rechts. Rechts, links, rechts, links. Okay, das war's schon. Noch ein paar Heiltränke, Wein, Bier, Amulett der Steinhaut. Das ist jetzt irgendwie verlockend, muss ich sagen.
Ich habe jetzt zwar nur noch 60 Mana und wenn ich das hier ausziehe, habe ich sogar nur noch 35 Mana. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade hier, Schutz vor Waffen und Pfeilen, hier im alten Lager, das ist schon ziemlich interessant und fast verlockend. Mein Waffenschutz oder meinen Rüstschutz noch ein bisschen zu verbessern. Das war gerade rechts, links, links, nein. 1, 2, 3. Okay, rechts, einmal links. Rechts, einmal rechts. Nein. Rechts, dreimal links. Rechts, links. Und das war's. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Eine Tür. Links, rechts. Links, links. Links, rechts. Links, 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 rechts. Oh, gut geraten. Das sieht aus wie so ein Lagerraum. Machen wir eine Fackel an. Hui, da geht's tief runter. Ist das eine Tür? Nee, das war wahrscheinlich mal eine. Wurde zugenagelt oder so. Oh mein Gott, noch mehr Truhen, noch mehr Schlösser knacken. Rechts, links, links. Okay, einmal rechts, zweimal links. 1, 2, zweimal rechts. Einmal rechts, zweimal links. Zweimal rechts, 1, einmal links. Dann zweimal rechts. 31 Wein, 56 Bier, gebratenes Fleisch. Okay, ganz viel zu essen, was ich nicht brauche. Ich habe Heiltränke. Links, links. Okay, zweimal links. Dann dreimal rechts. Dann einmal links. Nein, einmal links. Zweimal links. Dreimal rechts, einmal links. Und zweimal rechts. 500 Erz. Boah, 2500 Gold. Das Blöde ist halt, dieses Gold ist, soweit ich weiß, Gothic 1 nichts wert. Aber egal, ich nehm's mal mit. Pokal und Besteck brauche ich wirklich nicht. Das ist so ein Unsinn. Okay, einmal links. Dann zweimal rechts. Dann viermal links. Und einmal rechts. Verwehrte Axt, rostiges Schwert. Nein, danke, kein Bedarf. Und hier geht's hoch. Ganz schön hoch. Schauen wir mal. Ich geh da halt noch hoch. Die Folge ist jetzt zwar schon ein bisschen lang, aber es ist ja außer Schlösserknacken halt nicht wirklich so viel passiert. Es tut mir ein bisschen leid. Aber ich wusste nicht, dass das so kommt. Aber ich finde es schon irgendwie interessant. Oh mein Gott, noch mehr Truhen. geht's da noch... Oh, da geht's noch weiter hoch. Dann kletter ich erstmal hoch, bevor ich hier die Truhen öffne. Ich kann ja beim Runterklettern wieder die Truhen weiter knacken. Ich vermute mal, ich bin jetzt bei dem zentralen hohen Turm im alten Lager. Und ich bin gespannt, ob da oben vielleicht jemand auf mich wartet oder so. Oder nicht unbedingt auf mich wartet, aber halt da ist, um dann entsprechend aggressiv reagiert. Yay, noch mehr Truhen! aber allein die Aussicht wird, glaube ich, ganz cool sein dort oben. Natürlich in der Hoffnung, dass es dort eine Aussicht gibt, aber davon gehe ich eigentlich aus. Wenn man schon so einen hohen Turm baut, yep, es gibt eine Aussicht. Die Frage ist nur, gibt es jemanden, der mich hier runterschießen will? Nein, aber ich werde unsichtbar, okay. Das ist ja interessant, da drüben ist das Kastell, da haben wir Xardas Turm. Da hinten müsste irgendwo das neue Lager sein. Oh, da ist eine Mine oder ein Schacht. Ich glaube, da war ich noch nie. Da muss ich mal noch hingehen, bevor ich das Spiel beende. Weil es kann ja nicht sein, dass ich hier irgendwas unerforscht lasse. Das da, genau, da vorne hat das Spiel begonnen. Da ist der Wald mit der alten Mine hinten dran. Dort hinten. Das verschwindet so ein bisschen in der Ferne. Schade. Gut, dort hinten muss irgendwo das Sumpflager sein. Aber jetzt ist halt die Folgenzeit wieder zu Ende. Und deswegen kletter ich da mal eben hoch, ohne zu speichern. Was soll schon passieren? Und werfe mal wieder einen Blick in die Ferne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.